Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miss Nice. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet bist. Und falls du neu bist, mein Name ist Tanja oder auch Miss Nice Day hier auf YouTube oder auf Instagram. Ich möchte heute mit euch ein Thema besprechen, das wir alle haben, egal ob Selbstständige, Kreative, Illustratoren, Buchautoren, was auch immer oder Hobbykünstler, das Kreativtief. Es klingt immer nach einem super lustigen Wort, ist es aber eigentlich nicht. Denn es bremst uns aus, das zu tun, was wir eigentlich so sehr lieben, das Kreativsein. Jetzt ist die Frage, woher kommt unser Kreativtief, unsere Pause, unser schlechtes Gefühl beim Malen? Einerseits kann es kommen, man hat einfach keine Lust. Es ist ziemlich einfach. Es gibt Phasen im Leben, da hat man auf seine liebsten Hobbys überhaupt keinen Bock. Und egal, was man machen möchte, man fängt am Anfang schon das Grübeln an und fällt immer wieder an den Punkt zurück, ich habe gar keinen Bock. Dann ist es gut, dann mach was anderes. Mach was anderes, was dir Spaß macht. Geh Sport machen, mach ein anderes Hobby, was dir gut tut. Und irgendwann kommt dann die Kreativität wieder. Was ist aber, wenn du eigentlich dein Hobby machen möchtest, aber es trotzdem nicht funktionieren möchte und du trotzdem von dir behauptest, ich habe ein Kreativtief? Dann kannst du daran liegen, dass natürlich dein innerer Kritiker zu groß ist. Wir werden den ganzen Tag auf Social Media, in der Werbung, in unserem Alltag von wahnsinnig tollen kreativen Sachen inspiriert und aber auch teilweise bombardiert. Bombardiert heißt, es gibt zu viel. Jeder Influencer oder jeder deiner Lieblingskünstler hält jeden Tag irgendwas anderes in die Hand und sagt, ich habe neue Pinsel, den brauchst du, damit machst du so viele tolle Sachen. Und ich habe neue Farben und die brauchst du und das ist alles total toll. Und dann kommt man ganz oft schon mal an den Punkt, dass man sagt, ich habe das alles gar nicht. Ich kann das gar nicht machen. Lass dich davon niemals abhalten. Das ist Punkt Nummer 1. Am Material scheitert es nicht. Wir haben alle so viel Materialien zu Hause. Wir haben teilweise sogar zu viel, dass man am Schreibtisch sitzt und sich denkt, jo, ich habe Brushpens, ich habe Alkoholmarker, ich habe Aquarellfarben, ich habe Acryl, ich habe Leinwände. Man hat ab und zu auch einfach zu viele Möglichkeiten. Dann schnapp dir einfach das Erstbeste oder das, mit dem du dich selbst gerade am sichersten fühlst. Jeder Künstler hat ein Material, mit dem er sagt, das kann ich. Das kann ich gut, das läuft immer, wenn ich es benutze, ist es grandios. Nimm dir das, leg die anderen beiseite, lass die ruhen. Und nimm einfach das, was dir am meisten Spaß macht. Wenn es aber nicht das Material ist, sondern wenn du natürlich auf Social Media guckst und großer Trend, wir malen jetzt Tiere, wir malen jetzt Häuser. Und es ist einfach, du schaust es unglaublich gern an, es will aber bei dir nicht funktionieren. Ist auch kein Thema. Such dir ein Motiv, das dir einfach fällt. In so einer Phase, wo dein innerer Kritiker, ich nenne ihn innerer Mufflon, ein kleines, grummeliges Monster, das den ganzen Tag nur sagt, ich habe schlechte Laune, das funktioniert nicht, du kannst das nicht. Der innere Kritiker ist bei uns, gerade bei uns Mädels, unglaublich groß. Wir finden sehr viel immer sehr schlecht, obwohl es das ganz oft gar nicht ist. Jeder hat natürlich sein Status quo, in dem er sich gerade befindet. Kreativität hat jeder. Jeder hat nur ein Level, an dem er sich befindet, wo er halt gerade steht, was seine Möglichkeiten sind, was halt gerade gut klappt. Wenn du Ewigkeiten gesagt hast, du hast wunderschöne Loose Watercolor Blumen gemalt und möchtest jetzt auf einmal anfangen, natürlich Tiere zu malen, kann das super schwierig sein. Ich habe auch gestern eine Umfrage auf Instagram gestartet, wo ganz viele meiner lieben Follower, danke dafür, mir schon mal ein paar Tipps gegeben haben, was sie tun, wenn sie ein Kreativtief haben. Und die werde ich euch immer wieder einspielen und immer wieder zeigen als kleine Blasen und Einspieler. Denn auch solche Tipps der Community sind super wichtig. Sprich mit anderen, was tust du, wenn du dich nicht motivieren kannst? Und das haben wir absolut alle. Es gibt keinen, der jeden Tag aufsteht und sagt, yay, heute rocke ich die Welt und heute wird es total toll. Sieht bei mir auch oft so aus, ist es ganz oft aber nicht. Ich zum Beispiel brauche immer gute Laune zum Malen. Wenn ich gute Laune habe, dann flutscht alles. Und wie oft steht man morgens auf? Und es ist einfach keine gute Laune, weil zu starker Wind, weil der Kaffee verschüttet worden ist, weil man Ärger mit dem Partner hatte, weil auf der Autobahn Stau war, weil der Chef böse zu einem, weil das Universum halt einfach gerade mal schief steht. Passiert immer. Lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen und such dir was, wie du deine gute Laune wiederbekommst. Ich persönlich brauche für all meine gute Laune Musik.
Musik hilft mir über jede depressive und schlecht gelaunte Phase hinweg. Musik laut machen, meine Lieblingsmaterialien raus und ich suche mir dann immer Motive, die ich immer wieder malen kann, wo ich weiß, die funktionieren, wo ich mich sicher fühle. Bei mir sind ganz oft Füchse. Füchse kann ich immer malen, wenn ich schlechte Laune habe. Die funktionieren größtenteils immer. Ich habe heute auch noch ein paar Tipps und Tricks, was ihr machen könnt, wie ihr euren eigenen Stil findet und was ihr auch einfach machen könnt, wenn ihr sagt, ich möchte aus dem Kreativtief raus, ich möchte irgendwas tun, ich möchte wieder reinkommen. Dafür ist es einfach wichtig, setzt euch ganz kleine Ziele, malt was ihr immer schon gut malen könnt, nehmt eure allerliebsten Lieblingsmaterialien und nicht was, wo ihr neu lernen müsst, sondern indem ihr euch so ein bisschen safe fühlt. Ihr müsst erstmal wieder eure Safe Space suchen, also euren Tanzbereich, wo ihr sagt, da bin ich gut drin, das kann ich. Und dann kann man sagen, dann probiert Neues aus. Wenn dir das nicht hilft, kannst du auch mal sagen, ich mache was völlig anderes. Ich teste mal das aus, was ich schon seit Wochen hier habe, auf meinem Schreibtisch, auf meinem Arbeitsbereich und klecks einfach mal rum. Also völlig loose denken, völlig frei denken, was Abstraktes machen. Wenn dir das nicht taugt, sucht hier Challenges. Es gibt auf Instagram, auf YouTube ganz viele andere Künstler, die sehr viel Inspiration bieten, die dich mitnehmen. Such dir eine 30-Tage-Challenge. Mach aber alles in deinem Stil. Und den möchte ich dir zeigen. Und dafür habe ich heute mein Skizzenbuch für heute bereitgehalten und habe ein paar Ideen, wie ihr ein bisschen was ausprobieren könnt, umsetzen könnt und so, dass euer innerer Muffelpeter im Kopf nicht motzt und dass ihr zum Schluss einfach nur Spaß habt. Also von dem her nehme ich euch jetzt mit in mein Skizzenbuch und wir machen halt mal so ein bisschen lockerer Skizzenbuch-Style in eurem Stil. So, wichtig für mich ist immer in so einer Phase, der Schreibtisch muss halbwegs ordentlich sein und es darf nichts da, wenn es stört. Das ist aber auch nur mein Thema. Ich habe mir heute mein Skizzenbuch geschnappt, denn ich möchte es eh füllen mit mehr lockeren Sachen und Skizzen. Es gibt auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube ganz viele Künstler, die einen Patreon-Kanal haben oder Challenges anbieten. Vielleicht ist das genau das Richtige für euch. Auf meinem Patreon-Kanal zum Beispiel habe ich die 100 tierischen Nice Days ausgerufen. Das heißt, wir malen ein Jahr lang Tiere. Jeden Monat zu einem anderen Thema. Ein Thema waren Hunde, ein Thema waren Insekten. Das nächste Thema ist derzeit Tiere am See und im nächsten Monat geht es, glaube ich, ins Meer. Und dafür habe ich mir die Biene von vor 2 Monaten rausgeschnappt und möchte die heute aber in einer ganz anderen Art und Weise malen. Dafür habe ich mir einen Graphitstift geschnappt, der hilft mir dabei, nicht ins Friemeln zu gelangen, nicht mich damit abzulenken, ob er gespitzt werden muss oder nicht, sondern der ist immer glatt. Also ein Material, das, egal wie ich damit arbeite, immer ähnliche Strichstärke hat und ich mich darauf einlassen kann und sagen kann, ich widme mich voll und ganz davor. Mein Bienchen soll ein bisschen lockerer werden, weniger Details haben, ein bisschen putziger, aber keine Krone haben oder so. Mit Torbel weiß ich auch nicht. Also ich lasse mich in dem Bereich jetzt mal einfach bleiben. Ich schaue, wo mich die Reise hinführt und zeichne einfach mal drauf los. Und weil ich euch gar nicht länger aufhalten möchte mit Skizzentechniken oder was mein Lieblingsstift ist, vielleicht probiert es einfach mal aus. Skizziert das, was ihr gemacht habt. Nehmt eine Vorlage, skizziert was anderes. Einfach mal drauf losdudeln. So wie man es früher beim Telefonieren und langen Telefonkonferenzen gemacht hat. Einfach mal Kopf ausschalten, Formen spüren und versuchen, so Perspektiven hinzubekommen. Ohne dass ein perfektes Ergebnis dabei rauskommen muss. Bleistift und Skizzieren ist nicht dein Ding, da fühlst du dich nicht wohl, nimm die Brushpens. Nimm irgendwelche wasservermalbaren Stifte, such dir einfache Formen, die du gerne malst und da bieten sich, als kleiner Tipp, so Käferchen oder Obst bieten sich auch gigantisch an. Da ich halt als Vorlage meine tierische Challenge habe, wird es bei mir auch hier wieder ein Insekt werden und dafür gibt es einen kleinen Käfer, einen Rosenkäfer, die schimmern ja ein bisschen gelb und blau.
Und dafür zeichne ich zuallererst mit einem harten Bleistift mir vor, denn ich möchte schon, dass es irgendwie was Gutes bei rumkommt. Wenn man eh so ein Tief hat, möchte ja man das irgendwas wenigstens so halbwegs informiert. Deswegen heute wirklich einfache Formen, Kopf ausschalten, loslegen. Und dafür einmal die Skizze und dann geht es auch schon an die Farben. Ich habe mir beide Farben schon mal vorbereitet. Ein helles Grün für die Highlights, ein dunkles Blaugrün später für die Schatten. Und das liebe ich an Brushpens. Sie gehen so super easy schnell. Man kann schnell Effekte erzeugen. Du kannst natürlich auch einfach nur Kreise malen, dich mit Effekten spielen, Hintergrundverläufe, dein Material ein bisschen austesten. Einfach mal so, was passiert eigentlich, wenn ich Salz drauf tue? Was passiert, wenn ich, keine Ahnung, Farben mische, die ich noch nie gemischt habe? Das sind auch alles so kleine Beschäftigungen, die einen wieder reinbringen ins Kreativwerden. Spiel dich mit deinen Materialien aus und wichtig ist, lass dich nicht davon ausbremsen, dass du irgendwas nicht zu Hause hast, sondern nimm das, was du zu Hause hast. So, ich habe jetzt Schatten und Highlights vorgrundiert, jetzt geht's an den Pinsel und ich verblende das. Wichtig dabei ist immer, wenn du mit Brushpens arbeiten solltest, von hell nach dunkel zu arbeiten, damit die Verläufe hübsch werden. Natürlich musst du dich auch überhaupt nicht zwingen, kreativ zu sein, wenn du nicht kreativ sein möchtest. Ganz oft kamen auch die Tipps, ich mache einfach gar nichts, ich mache ein anderes Hobby, ich häkel. Was auch immer dich glücklich macht, das ist eigentlich immer das Wichtigste. Es ist alles nur ein Kann und überhaupt nichts ist ein Muss. Man kann natürlich so eine Phase, in der eh nichts funktioniert, gleich mit einer missmutigen Stimme an Materialien gehen, die man eh eigentlich nicht sonderlich gern mag. Ich habe von Keiko diese Ölpastellstifte bekommen. Die treiben mich zum Wahnsinn, weil ich sie nicht handhaben kann und einfach wirklich noch viel üben muss. Und auch das hilft ab und zu sagen, ich habe eh keine Laune. Scheißegal, ich nehme jetzt ein Material, das ich schon eben auf dem Tisch habe und gebe dem noch mal eine Chance. Dadurch, dass die Stimmung eher schon so ein bisschen skeptisch ist und man ja eh weiß, wahrscheinlich wird nichts draus, kann man auch sagen, man gibt Dingen, Materialien, die man eh nicht mag, nochmal eine Chance und nimmt vielleicht das als Anlass zu sagen, na schauen wir mal, vielleicht hilft ja negativ plus negativ, vielleicht wird es positiv. Ab und zu kann man sich ja auch selbst überraschen. Und so nehme ich heute einfach mal nochmal die Ölpastellstifte und nutze sie und mal eine Marienkäfer. Was ich dir mit meinem Video heute natürlich sagen möchte, ist, ich probiere dich wieder durch deinen kompletten Schreibtisch durch. Such dir einfach irgendein Material, auf das du Lust hast. Mach dir, wichtig, nur kleine Motive. Such dir Motive, mit denen du dich wohlfühlst und die dich final auch glücklich machen. Ölpastell war jetzt beim Testen wieder nicht mein großes Ding, deswegen habe ich mir jetzt hier einen Posca-Marker einfach dazu geholt. Mit dem fühle ich mich sicher, weil er genau das ausgleicht, was ich nicht mag. Ich mag, glaube ich, an den Ölpastellkleidern einfach nicht, dass die so ungleichmäßig sind, so schwer zu steuern sind. Deswegen habe ich mir jetzt einen Posca-Marker genommen. Der macht gerade Linien, den kann ich planen, der ist planbar. Mit dem fühle ich mich wohl und dann wird mein Ergebnis auch dann wieder so, wie ich es haben möchte. Alle diese Techniken, die ich jetzt hier gerade mache, das ist alles kein Bild, das länger als 10, 15 Minuten gedauert hat. Wirklich einfach nur kleine Fingerübungen. Bisschen mit Farbe spielen und dadurch das Innere wieder rauskitzeln, zu sagen, ach ja, das macht ja Spaß. Und dann kannst du sagen, dass natürlich mehr draus entsteht. Es müssen auch nicht Tiere sein, nur weil ich gern Tiere mal. Viele entspannen einfach beim Blumenmalen. Durch den Garten gehen, gucken, was blüht denn gerade, was ist denn gerade aktuell. Schnappt euch eure Lieblingsblumen und macht einfache Loose Watercolor Sketches draus. Mixed Media Sketches mit Aquarellfarben ein bisschen spielen. Andere Medien mit dazu packen, den Adding für Kanten und Linien. Wenn du aber sagst, mich macht es total glücklich, wenn es total verpriemen ist, dann such dir kleine Elemente, die du natürlich alle super verpriemen kannst. Bei mir wird es hier noch so ein bisschen und ein bisschen mit Farbe spielen. Alles, was ich eigentlich sonst nicht mache. Ich mache natürlich sehr viele Anleitungen. Ich mache viele Anleitungen für meinen Patreon-Kanal. Der unterstützt mich, all meine Patreons unterstützen mich, dass ich natürlich auch Videos hier auf YouTube kostenlos machen kann, denn ich lebe von meiner Kreativität, ich lebe von meinen Bildern, ich lebe von meinem geliebten Chaos, von meinem Shop. Ich bin immer auf der Suche nach Inspiration, nach neuen Techniken und ab und zu kann das alles ganz schön viel sein. Und dann hilft es auch einfach mal abzuschalten, zu sagen, ich mache mal was, was für mich völlig untypisch ist, also eigentlich mal was ganz anderes, so wie jetzt, Blümchen malen mit Aquarell.
in dem ich mich nicht vertrieben werde, weil auch hier habe ich mir wieder eine Zeit gesetzt und es darf nicht länger als 15 Minuten dauern. So ein Kreativtief hat natürlich nicht nur Nachteile. Es kann natürlich auch jederzeit passieren, dass wir beim Austesten, beim kopffrei malen, was ich hier eigentlich gar tue, kopffrei malen, Dinge ausprobieren, die ich sonst nicht mache, Sachen nicht so ernst nehmen. Also wirklich mal locker lassen, Farben testen, neue Medien testen, andere Herangehensweisen testen, helfen natürlich für all die Kreativtiefs, die noch kommen werden. Und vielleicht lerne ich auch was dazu und eigne mir dabei was an beim Ausprobieren, dass es gar nicht erst zum nächsten Kreativtief kommt. Aber es wird kommen, sind wir ehrlich, es kommt immer wieder. Und auch hier einfach mal austesten, wie viel Farbe passt rein, ein paar Tupfen machen. Einfach mal nur so eine Seite füllen. Die Seite muss nicht an einem Tag wie bei mir gefüllt werden, sondern das kann ein Prozess von einer Woche sein. Immer wenn du sagst, nach dem Essen gönne ich mir das am Abend. So 5 Minuten während der Tagesschau zum Beispiel. Einfach nur so ein bisschen. Das Allerwichtigste ist wirklich, setz dich nie unter Druck. Mach Kreativität so, wie du es fühlst, wie es für dich Spaß macht und bau auf keinen Fall Druck auf. Vergleich dich nicht mit anderen, vor allem nicht, wenn es ein Hobby ist. Im Video hatte ich ja immer wieder kleine Sprechblasen von anderen lieben Followern, die Tipps hatten. Da darf wirklich alles dabei sein. Überwinde dein Kreativteam auf deine Art und Weise. Ich wollte dir heute einfach nur ein bisschen Starthilfe geben. Probier dich in Dingen aus. Mixe Farben, mixe Materialien, die du hast. Gönn dir Materialien, die du vielleicht schon immer mal haben wolltest. Jeder hat sein Ding, wie er mit schlechten Zeiten und unmotivierten Zeiten klarkommt. Jeder agiert anders, jeder hat andere Hobbys. Und ich fand es einfach mal schön, auch an euch die Frage zu stellen, was ihr dagegen tut, denn auch das inspiriert mich. Und dafür ein riesen, riesen Kompliment und ein riesen Dankeschön an meine Community. Weil ich kann nicht immer alle Fragen stellen, es kommen immer Antworten zurück. Und genau das ist es, was eigentlich diese ganze Social Media Bubble ausmacht. Die soll uns nicht demotivieren oder uns den Mut nehmen, an Sachen ranzutrauen, sondern ganz im Gegenteil. Nutzt es als Plattform der Inspiration. Sucht euch Motive, auf die ihr Bock habt. Sucht ihr euch eine Community. Vielleicht hat jemand schon eine bestehende Community. Ich liebe meine von Herzen. Egal ob auf meinem Patreon-Kanal oder auf Instagram. Sucht euch Livestreams, bei denen ihr mitmalen wollt. Schafft euch eine gewisse Art von Regelmäßigkeit vielleicht, um wirklich zu sagen, ich male immer mehr. Oder dudelt in der Arbeit bei dem Telefon. Lasst euch nicht einschüchtern und lasst euch die Freude am Malen nicht nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Denn durch Kreativität machen wir den Alltag für uns und für andere immer ein bisschen bunter. Und es soll uns helfen und nicht stressen. Das ist das Wichtigste. Lasst euch nicht stressen. Ich mag meinen Kreativ-Tief-Tag heute, denn irgendwie ist es dann doch zum Schluss eine coole Seite geworden. Und diese Seite kann natürlich auch überhalten. Innerhalb von einer Woche entstehen oder 2 Wochen. In meinem Skizzenbuch fügt sie sich gut ein. Es ist mein Stil, meine Art und es darf alles drin sein. Das ist das Wichtige bei Kunst. Alles darf, nichts muss. Nehmt euch das zu Herzen. So, das war's heute zu meinem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat auch das mal gefallen. Nächste Woche gibt es mal wieder ein Tutorial. Wir malen was zusammen. Ich hoffe, ihr könnt euer Kreativtief einfach aus dem Fenster schmeißen. Weg damit! Holt die gute Laune wieder raus, holt eure Skizzenbücher raus, malt mit dem Material auf, das ihr Bock habt und lasst euch nicht von der ganzen Welt und von dieser ganzen Kreativbubble da draußen einschüchtern. Ihr könnt tolle Sachen machen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Jeder hat was, was einen Spaß macht. Und beim Kreativsein geht es nie darum, sich mit anderen zu messen, sondern immer nur, dass du dir einen Moment für dich gönnst, den Alltag vergisst und einfach durch Farben und Pinsel und alles, was du gerne hast, die Welt für dich ein bisschen auf Pause zu drücken und dir was Gutes zu gönnen. Wenn es dir bei mir gefallen hat, würde ich mich freuen, einmal Daumen nach oben, freue ich mich immer riesig. Ihr könnt auch all eure Tipps, was ihr tut,
um euer Kreativtief zu vergessen. Oder wenn ihr sagt, oh mein Gott, die Tanja hat völligen Mist erzählt, das stimmt alles gar nicht. Alles unten in die Kommentare. Bin offen für alles. Und ansonsten gibt es nächste Woche ein neues Video. Also von dem her abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns bald wieder. Bis nächste Woche. Ciao.